Jesse Dele, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Lamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. China inhaftiert tibetischen Nomaden für das Teilen von Tibet-bezogenen Inhalten auf WeChat. Viele westliche Länder äußern sich besorgt bei UNHRC über Chinas Menschenrechtsverletzungen gegenüber Tibetern. Tufts Universität in der USA schließt ihr Konfuzius-Institut. Die Wahlkommission verkündet Liste der endgültigen Kandidaten für 2021 Sejong und 17. tibetische Parlamentswahlen. Japanische Bunkajin-Kulturkanal hält Diskussionen über Tibet ab. Tibet Information Office Canberra veröffentlicht ein Buch Growing the Tibetan Identity in Australia. Ein 51-jähriger tibetischer Nomade, Deshige, wurde vom Gericht der Präfektur Kolo in der traditionellen tibetischen Provinz Amdo wegen Anstiftungen zum Separatismus und Gefährdung der nationalen Sicherheit zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Den Berichten zufolge wurde Deshige am 30. Mai letzten Jahres verhaftet, weil er im Jahr 2015 auf WeChat Informationen über Tibet geteilt haben soll, darunter auch über seine Heiligkeit im Dalai Lama und Dr. Lobsang Singhi, den Präsidenten der tibetischen Zentralverwaltung. Die USA, Kanada und europäische Länder äußerten auf der 46. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinigten Nationen große Besorgnis über die systematischen Menschenrechtsverletzungen Chinas gegen Tibeter. Sie verurteilten China für die Menschenrechtsverletzungen gegenüber Tibeter und Uiguren und äußerten sich besonders besorgt über die Inhaftierung derer, die für die Menschenrechte eintreten. In China, there are deeply troubling reports of deaths in custody of Tibetans. We continue to be gravely concerned with the treatment of Uyghurs and call for independent observers to be given unfettered and meaningful access to the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. We call for meaningful access for independent observers, including the High Commissioner, and to respect the rights of minorities, including in Xinjiang and Tibet. Die Länder forderten auch die Freilassung von willkürlichen inhaftierten Menschenrechtsverteidigern und hoben die schweren Menschenrechtsverletzungen hervor, einschließlich der Religions- und Glaubensfreiheit, der Bewegungs-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheit und forderten einen echten Zugang für unabhängige Beobachter, einschließlich des Hohen Kommissars. Am Internationalen Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung appellierte das Tibet-Büro Genf an die Vereinigten Nationen einschließlich des UN-Menschenrechtsrates, sich mit dem systematischen Rassismus gegen Tibeter durch die Regierung der Volksrepublik China auseinanderzusetzen. Das UN-Komitee für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hat die Regierung der Volksrepublik China zu Berichten über Verstöße in Bezug auf Tibet und Tibeter befragt, einschließlich der militarisierten Zwangsarbeit von über einer 500.000 Tibeter, der Zwangsumsiedlung tibetischer Nomaden und der konzertierten Versuche, Chinas Kultur, Religion und Sprache der Tibeter auszurotten. Letzten Mittwoch gab die Tufts-Universität bekannt, dass sie ihr Konfuzius-Institut schließen wird, ein umstrittenes Sprach- und Kulturausbildungszentrum, das von der chinesischen Regierung finanziert wird. Laut einer Pressemitteilung der Students for Free Tibet erstreckte sich die Kampagne zur Schließung des Konfuzius-Instituts über 2 Jahre und die Organisatoren protestierten 13 Wochen lang ununterbrochen bis zu seiner Schließung. Das Zentrum, eines von mehr als 50 in den Vereinigten Staaten, ist seit Jahren eine Quelle der Debatte über Bedenken, dass die Institute Zensur im Ausland fördern und die Menschenrechte untergraben. Die Wahlkommission der tibetischen Zentralverwaltung hat die Liste der endgültigen Kandidaten für die Wahl des Sejong des 16. Gasha und der Mitgliederinnen des 17. tibetischen Exilparlaments im März 2021 bekannt gegeben. Die Wahlkommission teilte auch mit, dass das offizielle Zeitfenster für den Wahlkampf 19 Tage umfassen wird und am 8. April 2021 17 Uhr effektiv schließt. Die allgemeine Wahl für den Sejong und die Mitgliederinnen des 17. tibetischen Parlaments im Jahr 2021 ist die dritte Direktwahl der tibetischen Führung seit der vollständigen Übertragung der politischen Autorität durch seine Heiligkeit im Dalai Lama im Jahr 2011. Der letzte Urnengang findet am 11. April 2021 von 8 bis 17 Uhr statt. Das Panel des Japan Bunkajin Kulturkanals diskutierte über das Thema Tibet, wobei die japanischen Diskussionsteilnehmer die Unterstützung für den tibetischen Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit zum Ausdruck brachten.
Die Diskussionsteilnehmer waren Herr Kato Kiyotaka, ein politischer Analyst als Moderator, Herr Nagao Takashi, Parlamentsmitglied, der Schriftsteller und Dozent Bando Tadanobu und Yoshida Koichiro, Mitglied des Parlaments von Nakanoku. Abgeordnete Arya erklärte den Mitgliedern die aktuelle Situation in Tibet, die, wie er hinzufügte, der Zeit der Kulturrevolution in den 1960er Jahren ähnelt. Er sprach über die Militarisierung der tibetischen Hochebene und sprach über die grobe Menschenrechtsverletzung der religiösen und kulturellen Freiheit in der Religion. Das Panel sprach auch über die Situation der Selbstverbrennungen in Tibet und die Frage der Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Das tibetische Informationsbüro veröffentlichte am Mittwoch dieser Woche ein Buch mit dem Titel Growing the Tibetan Identity in Australia, Thank You Australia, wachsende tibetische Identität in Australien, Danke Australien, um der australischen Regierung und dem australischen Volk für ihre großzügige Hilfe gegenüber dem tibetischen Volk zu danken. Das Buch zielt darauf ab, alle wichtigen Ereignisse in Bezug auf Tibet in Australien und Neuseeland in den letzten 60 Jahren zu behandeln. Angefangen von den Besuchen seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Australien und der Gründung der Australian All-Party Parliamentary Group for Tibet bis hin zu Benche Rinpoches historischen Besuch in Australien im Jahr 1986. Das Buch wurde als Teil der Thank You Australia-Kampagne veröffentlicht, die vom Tibet Information Office unter der Leitung der tibetischen Zentralverwaltung im Jahr 2018 ins Leben gerufen wurde. Es wurde von Dr. Anna Alomes und Jigme Bassam herausgegeben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.